Fels der Ewigkeit ist in einer Taschendimension verborgen. Seit Brainiacs Invasion habe ich es vermieden, das Tor dorthin zu öffnen. Weil er es bemerken würde? Ganz genau. Sobald das Tor geöffnet wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor Brainiac angreift. Diesen Kampf sehne ich herbei. Ihr Ältesten, enthüllt den goldenen Pfad für mich. In eurem Namen. Shu, Heru, Amon, Chehuti, Aton, Mehen! Black Adam hat Kandaks Macht enthüllt und seinen Standort. Die Society soll eine Probe des Fels der Ewigkeit nehmen. Ich möchte sie untersuchen, diese Magie. Die Society hat sich aufgelöst. Sie dachten, die Erde stünde ihnen zur Eroberung bereit, nicht dir zur Zerstörung. Und du, Grodd? Die Erde kann zur Hölle fahren. Ich diene Brainiac. Das solltest du auch. Ich werde dir neue Soldaten geben. Hol mir eine Probe, bevor die Erde zerstört wird. Und ich werde dich belohnen. Beeilen wir uns. Spar dir die Mühe. Dafür ist keine Zeit mehr. Ein Extrahierungsschiff ist unterwegs. Kein Dank für Brainiac gehört. Du schickst Lakaien, Grodd? Lakaien können große Siege erringen, wenn man bereit ist, sie zu opfern. Er ist ja sehr nett, wie er mit seinen Mitarbeitern hier umgeht. Aquaman ist natürlich geil. Also Aquaman feiere ich. Also als Charakter hier beim Kämpfen, Aquaman fand ich echt cool. Habe ich im Einser, glaube ich, schon gesagt, dann habe ich übelst reingesackt mit ihm. Aquaman finde ich grundsätzlich mal geil. Ich hoffe, wenn es okay ist, dass die letzte Folge nur knapp 10 Minuten war, aber ich dachte, das ist in sich geschlossen eine ganz coole Nummer. Beziehungsweise es gab ja auch keinen Kampf, aber ich dachte, bevor ich jetzt hier den Kampf mache, also ich wusste jetzt nicht, wann der kommt. Bevor ich jetzt gewartet hätte und danach hier die Pause mache, ist ja auch irgendwie doof. So hat die Alter jetzt schon ihre Ulti. Will ich dir so aufs Maul geben? So, ich bin mal gespannt, gegen wie viele Leute wir noch gehen. Ich hatte tatsächlich vergessen, dass wir mit den beiden noch ran müssen. Ich weiß, dass danach Batman und Superman wahrscheinlich kommen, weil es ja wohl dann an den Angriff auf Brainiac gehen wird. Und es deutet sich ja schon an, dass wir uns am Ende entscheiden müssen. Dieser König lässt sich nicht so einfach fangen. Hier kommt die Kavallerie. Wir passen, dass ihr zwei gemeinsam sterbt. Die letzten Monarchen der Menschheit. Was für ein Diktator opfert seine eigenen Leute für Brainiac. Meine Loyalität gilt nicht Brainiac oder Gorilla City. Sie gilt mir selbst. Ich warte, bis dieses Alien seine Schwäche aufdeckt und töte ihn. Mit seinem Schiff werde ich unaufhaltsam sein. Illusionen, Grodd. So, warum kämpfe ich mit Black Adam? Wie hat es sich angefühlt, deine Leute zu verlieren, Aquaman? Ich habe sie nicht verloren. Sie wurden mir genommen. Ja, warum kämpfe ich nicht mit Black Adam? Weil ich Aquaman so cool finde, dass ich keinen Bock jetzt habe, mit Black Adam zu kämpfen. Nachher ist der scheiße. Warum bin ich jetzt eigentlich feucht? Zack, 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 zack.
farmieren ist echt cool, ey. Ich hatte ganz vergessen, wie geil der war. Manchmal hängt es übrigens, das liegt nicht am Video, das liegt tatsächlich am Spiel. Ich weiß aber immer noch nicht warum. Ich habe vorhin meine Aufnahme gemacht, hat das sehr geruckelt. Wenn es bei den Kämpfen bei euch ruckeln sollte, dann überspringt die im Zweifelsfall. Die Filmsequenzen gehen ja warum auch immer klar. Die Kämpfe sind ja nichts Besonderes. Bei der Kampf zum Beispiel ruckelt gerade extrem. Ach, ich meinte ja, wir machen danach mit Beholder 2 weiter. Je nachdem, wie schnell wir fertig sind, weiß ich das aber noch gar nicht. Also ich muss mal schauen. Aber Beholder 2 ist der härteste Kandidat. Jetzt kommt die Gabel und fertig. Hatsching. Hatsching. Und aufgespießt. Ich spiele das jetzt gerade seit Episode 11, also das ist die dritte Folge, spiele ich das am Stück durch. Nachts um 4. Damit ich für Weihnachten vorproduziert habe. Aha. Gib deinen echten Job lieber nicht auf. Sogar du hast mich unterschätzt. Hätte ich verloren, hätte ich meine Superenergie noch. Ich finde es halt krass, also. Ja, verdammt, ich habe glaube ich in der letzten Folge das Ende gespoilt. Wie mir gerade auch, weil ich drüber nachgedacht habe. Das tut mir natürlich leid. Beziehungsweise ich habe einen Spoiler vorweggenommen. Tut mir leid, falls das noch jemand weiß. Blue Beetle. Wir dachten, du wärst tot. Der Skarabäus ist zäh. Batman meinte, ihr bräuchtet etwas Hilfe. Betrachtet mich als Sidekick. Dann los. Wie genau soll das funktionieren? Wir laden deinen Dreizack mit Funken der Macht des Felses auf. Wird die volle Kraft entfesselt, so sucht sie deine Waffe. Deine Gedanken leiten dann die Macht des Zauberers zu seinem Ziel. Bin bereit. Beetle, was soll das werden? Was ich befehle. Schläfer, der dich herführen sollte. Trotz der Macht des Skarabäus war der Junge leicht zu manipulieren. Und jetzt, Reime, töte sie! Diese Rüstung ist Verschwendung an einem Kind. Wenn wir fertig sind, werde ich ihm den Skarabäus entreißen. Und mir seine Macht aneignen. Also jetzt mal ohne Witz, ich sehe den Typen und denke mir, vor 5 Minuten haben wir noch drüber geredet, dass der Typ irgendwie verschwunden ist und keiner weiß, wo er ist. Und wir haben den gehirnmanipulierenden Affen. War ja super smart, den mitzunehmen. Weil er doch theoretisch was gegen beide hat. Ah, leck mich doch. Zack. Ich bin mal gespannt, ob wir noch gegen Rod kämpfen müssen oder ob das der letzte Kampf ist. Ich habe übrigens Rod gar nicht so stark in Erinnerung von den Animated Series. Ja, genau, die hat einen Millimeter davor. Okay. So, und tschüss. Dass man mit der großen Säule nichts machen kann, ist auch eine Verschwendung. Oh, jetzt schießt der. Keiner mag Leute, die schießen. Zack, in dein Gesicht, in dein Skarabäus-Gesicht.
Ah, habe ich mal gut blockiert. Ich möchte anmerken, dass hier ein Angriff mit euch stoppt. Das kommt nicht so häufig vor, also könnt ihr das bitte ein bisschen honorieren. Ja, er muss es auch mit 2 HP überleben. Sei nicht so vorschnell. Sieh uns einer an. 3 Könige. Du ein König, Grodd? Du bist ein Tier. Ein wahrer Anführer dient seinem Volk. Du dienst nur dir selbst. Wie dem auch sei, ich werde diese Höhle als einziger wieder verlassen. Du hast mein Volk verletzt. In ihrem Namen suche ich Gerechtigkeit. Ja, für Gondor. So, jetzt müssen wir doch noch gegen Grodd kämpfen, um die 70 Kämpfe voll zu machen. Also wenn wir müssen die ganze Wahlsachen, die wir die ganze Zeit haben, mit einberechnen, dann sind wir jetzt, glaube ich, locker schon bei 15. Also wir haben, glaube ich, 7-8 Mal gekämpft, jetzt dann hier 4 Mal. Also mit 12 sind wir schon. Das macht ungefähr 50, das heißt, wir müssen jetzt noch 10 bis 15 kommen. Da wird ja spannend. Ich bin mal gespannt, ob wir gegen Brainiac kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob der, ich glaube Darkseid gibt es, Darkseid gibt es ja auch. Also als Charakter im Spiel, aber der ist, glaube ich, kostenpflichtig, obwohl hier die Super Premium PC-Version. So, bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt dann in jetzt 4 Uhr, ich werde in ungefähr 7 bis 8 Stunden Lego DC Super Villains aufnehmen. Mal schauen, ob da schon DLC-Inhalte kamen. Habe ich ja auch so meine Vorgeschichte mit dem Affen. Das hat mich ja hart getiltet. Ach, Affe, mach einen Abgang. Nee. Wow. Was ist hier denn jetzt so? Ja, genau. Wenn ich das mache, klappt das nie. X, A, Y, B, ja, keine Ahnung. So, ja, ich sag ja, dieses Konfliktding werde ich in dem Leben eh nicht mehr rauchen. Ey, wenn ich. Ich wollte gerade sagen, ey, boah. Schlechter Tag, meine Geduld zu testen.